Herzlich willkommen zu Rhein-Main-Kompass, liebe Zuschauer. Wenn private Unternehmen in finanzielle Schieflagen geraten, rufen sie immer häufiger nach staatlicher Hilfe. Gibt es überhaupt Fälle, in denen so ein Vorgehen sinnvoll ist? Und ist der Staat demnach der bessere Manager? Fragen rund um dieses Thema haben wir im Rahmen unserer monatlichen Kompassstudie den Führungskräften in unserer Region gestellt. Und die aktuellen Ergebnisse diskutieren wir mit Steffen Säbisch, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, und dem DGB-Vorsitzenden für Hessen und Thüringen, Stefan Kötzell. Staatshilfe für Unternehmen, das war bei uns in Hessen speziell im Zusammenhang mit Opel vor ein paar Jahren ein Riesenthema. Christian Körner rollt den Fall noch einmal auf und zeigt uns, wie es heute dort aussieht. Daumen rauf im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim. Mit dem 500.000. Opel Insignia feiert der deutsche Autobauer das Produktionsjubiläum eines seiner großen Aushängeschilder der vergangenen Jahre. Bisher hat das Modell mehr als 50 nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Eine Erfolgsgeschichte, die Ende 2008 durchaus so nicht vorauszusehen war. Opel musste infolge der Schieflage beim amerikanischen Mutterkonzern General Motors den Staat um Hilfe bitten. Eine Bürgschaft von Bund und Ländern im Umfang von etwas mehr als 1 Milliarde Euro sollte den traditionsreichen deutschen Autobauer stützen. Opel sieht danach die einzige Rettung darin, sich von GM abzukoppeln. Die Kanzlerin stellt bei ihrem Besuch Ende März 2009 Unterstützung in Aussicht, aber keinen direkten Staatseinstieg. Wir müssen versuchen und alles daran setzen, einen Investor zu finden, der natürlich mit staatlicher Unterstützung, ich sage das ausdrücklich zu, nicht nur für die Landesregierung, sondern auch für die Bundesregierung. Wir haben dafür die Instrumente. Aber einen Investor zu suchen, der eine langfristige Basis aufbaut und der an Opel glaubt. Am 30. Mai 2009 fällt die Entscheidung unter den möglichen Investoren auf den österreichisch-kanadischen Autozulieferer Magna. Damit wird der Weg frei für einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro sowie die zeitweilige Übernahme von Opel durch eine Treuhandgesellschaft. Opel soll so vor einer Insolvenz von General Motors geschützt werden, die wenige Tage später tatsächlich eintritt. Amerikanische Steuermilliarden retten den sich nun mehrheitlich in Staatsbesitz befindenden US-Autobauer. Obwohl sich der Verwaltungsrat des US-Mutterkonzerns noch im September ebenfalls für den Verkauf an Magna ausspricht, fällt am 3. November 2009 eine unerwartete Entscheidung. Der Verkauf an Magna wird abgesagt. Sowohl Opel-Belegschaft als auch deutsche Politik reagierten verstimmt über die Kehrtwende. Die Entscheidung, die das Board von GM gestern getroffen hat, ist für mich und ich denke für uns alle überraschend gekommen. Ich gebe zu, dass ich diese Entscheidung schwer nachvollziehen kann, dass ich auch persönlich betroffen und ärgerlich über die Entscheidung bin, nicht so sehr alleine wegen der Entscheidung und ihrer Qualität, sondern auch wegen der Tatsache, dass Partner, die in schwieriger Situation seriös miteinander umgehen wollen, sich ein solches Verhalten nach praktisch einjährigen Verhandlungen nicht zumuten dürfen. Nachdem General Motors die staatlichen Beihilfen beglichen hatte, wurde die Opel-Treuhandgesellschaft am 30. November 2009 aufgelöst. Ihr 65-prozentiger Anteil an der Adam Opel GmbH an GM zurückübertragen. Stand heute steht man trotz des feierlichen Produktionsjubiläums vor einem harten Sanierungskurs. GMs Europageschäft schrieb 2011 knapp 750 Millionen Dollar Verlust. Spekulationen über tiefere Einschnitte, die auch etwa die 40.000 deutschen Mitarbeiter der Werke Rüsselsheim, Kaiserslautern, Bochum und Eisenach betreffen könnten, sind die Folge. Schon in naher Zukunft könnte sich also auch bei Opel die Frage nach staatlichen Hilfen wieder stellen. Herr Säbisch, Opel, das war damals ein echter Nervenkrieg, ich erinnere mich noch. Trotzdem war die gefühlte Zustimmung bis hin zur Kanzlerin für diese Staatshilfen sehr hoch. Wie haben Sie das damals gesehen und hätten Sie damals Opel geholfen? Also, Opel war ja eine ganz besondere Situation. Wir haben damals, als erkennbar klar wurde, dass GM in einer schwierigen Situation ist, bis hin zur Insolvenz, also Chapter 11-Verfahren, so heißt das Insolvenzverfahren in den USA, eine Zwischenfinanzierung von Seiten des Bundes und der Länder in Aussicht gestellt und auch umgesetzt, um überhaupt Zeit zu gewinnen, über eine Investorenlösung, also Herauslösung Opel aus dem GM-Konzern zu verhandeln. Und wie Ihr Beitrag ja gezeigt hat, war interessanterweise, als dann diese Verhandlungen sehr weit gediehen waren, mit dem Investor plötzlich in Amerika eine andere Situation eingetreten. GM hatte sich ein Stück weit auch aus dem Strudel des Insolvenzverfahrens befreit und war nicht mehr bereit, Opel in dieses Investorenverfahren zu geben. Was man daraus lernen kann, Herr Hartmann, ist, dass man mit solchen Eingriffen von Seiten des Staates sehr, sehr vorsichtig sein muss. Denn vieles ist uns damals von Seiten GMs gesagt worden über die betriebswirtschaftliche Situation,
was sich dann später deutlich anders dargestellt. Aber trotzdem rückblickend, wenn ich Sie so höre, rückblickend fanden Sie den Schritt mit dieser Zwischenfinanzierung eigentlich richtig? Ja, natürlich, weil in einer Marktwirtschaft, in der wir leben, es Spielregeln gibt. Und eine der Spielregeln sagt, dass für Unternehmen, die in einer Notlagesituation sind und zur Vermeidung von sozialen Härten, von sozialen negativen Auswirkungen, und das wäre ja eine Situation gewesen, wo Tausende von Arbeitnehmern von einem Tag auf dem anderen in einer Situation gewesen wären, dass keine Gehälter mehr hätten gezahlt werden können, eine völlig ungeordnete Insolvenz. Und in dieser Situation ist nach den Regeln unserer sozialen Marktwirtschaft, und auf dieser Basis leben und arbeiten wir auch alle, es schon möglich, dass der Staat eingreift und für eine überschaubare, kurze Zeit hier Hilfe gibt. Man darf auch nicht vergessen, das war zur Hochzeit der Weltwirtschaftskrise, wo wir ja alle Regelungen auch ein Stück weit gelockert hatten, um Unternehmen, die wir für besonders wichtig halten, auch aus systemischen Gründen, ich erinnere mal an die Banken, die wir ja auch in dieser Phase unterstützt haben, zu helfen. Und ich halte deswegen auch heute im Rückblick es für richtig, dass wir Opel diese Zwischenfinanzierung gegeben haben. Ich glaube aber, das Endergebnis zeigt, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man sich in solche Verfahren begibt. Und das hat die hessische Landesregierung in den letzten 3 Jahren auch getan. Genau, Herr Kötzel. Opel zeigt auch, es kommt dann doch alles ganz anders. Der Kollege hat es angedeutet, wenn man sich Opel heute anschaut, kann es durchaus wieder sein, dass der Punkt wiederkommt, dass Opel wieder staatliche Hilfen braucht, möglicherweise in nächster Zeit. Wir wollen das gar nicht herbeireden. Trotzdem, wenn Opel wieder anklopfen würde, würden Sie sagen, das passt wieder oder jetzt reicht es auch mal? Nein, wir wollen das ja nicht generell, auch nicht als Gewerkschaft. Man muss immer prüfen, was hinterliegt dort für ein Konzept. Was ist in der Fortführung möglich? Ich unterstütze das, was Herr Sebisch gesagt hat. Wäre das in den USA geplatzt, wäre Opel hier sofort in eine Bedrängnis gekommen. Über Nacht wären die Lieferströme eingestellt worden. Das hätten wir nicht verantworten können. Übrigens nicht nur für Opel. Es wird ja immer nur dann so getan, als wenn wir nur für Opel reden, sondern wir reden für die Zulieferer, für die Zulieferketten, für die Industrie, die dort dahinter liegt, für eine Dienstleistungsindustrie. Da wären über Nacht ja nicht nur die Menschen bei Opel arbeitslos geworden, sondern 10.000 andere auch noch. Und das muss man immer abwägen, was hilft man oder hilft man nicht? Wir sagen auch, wenn ein Unternehmenskonzept da ist, was keine Zukunft hat, oder es werden Produkte produziert, die nicht mehr gebraucht werden, dann machen keine staatlichen Hilfen Sinn. Aber hier bei Opel war es richtig. Aber wenn man jetzt bei Opel den Eindruck hat, da könnte es vielleicht wieder ein Problem geben. So was redet man nicht herbei. Das redet man nicht herbei. Aber trotzdem, Sie wären offen, Sie würden es prüfen, wenn Sie sagen, das Konzept stimmt, dann... Selbstverständlich muss man jeden Einzelfall prüfen. Das machen übrigens die Gewerkschaften so und das macht am Ende Politik so. Und auch Banken, die dann beteiligt sind, müssen es ja auch tun. Okay. Kommen wir von Opel zu Schlecker. Die Schlecker-Rettung ist ja nur vor kurzem gerade in erster Linie an FDP-geführten Wirtschaftsministerien in Sachsen und Niedersachsen gescheitert. Sie persönlich, hätten Sie es als FDP-Mann trotzdem vorstellen können? Warum? Also... Die Schlecker-Rettung in Anführungszeichen ist nicht an diesen FDP-Ländern gescheitert, sondern aus meiner Sicht an Baden-Württemberg. Die Problematik war die, dass der Sitz Schleckers in Baden-Württemberg war und der baden-württembergische Wirtschafts- und Finanzminister deswegen in der Situation war, hier eine Lösung vorschlagen zu müssen. Und es ist unheimlich viel Zeit dadurch vertan worden, dass Baden-Württemberg nichts vorbereitet hatte, keine Unterlagen beigebracht hatte. Das, was Herr Kürzel selber gerade anspricht, es muss eine Weiterentwicklungs-, eine Fortführungsperspektive geben. Und in all diesen Verfahren werden dafür Gutachten herbeigebracht werden, entsprechende Analysen vorgelegt. Das alles hat Baden-Württemberg im Prinzip bis 14 Tage, wo klar war, dass hier ein Endpunkt ist, weil dann klar war, es können keine Gehälter mehr gezahlt werden, nicht vorgelegt. Das war ja die Dramatik bei Schlecker, dass in einem relativ kurzen Zeitraum von 3 Wochen, wir reden jetzt hier bei Opel von einem Prozess von einem Jahr, da musste innerhalb von kürzester Zeit hier Entscheidungen getroffen werden. Und das ist schlicht und ergreifend, das habe ich auch immer öffentlich gesagt, intern wie extern, übrigens auch, ist sehr schlecht von Baden-Württemberg vorbereitet worden. Ich glaube, wenn man hier eine professionelle Vorbereitung gehabt hätte, dann hätte man auch die Vorgaben, die in einem ordentlichen Bürgschaftsverfahren notwendig sind, auch einhalten können, hätten wir eine andere Situation gehabt. Okay. Wir steigen einfach mal ein in die Ergebnisse unserer Kompassstudie. Wir haben den Entscheidern hier im Rhein-Main-Gebiet ein paar Aussagen bezüglich Staatshilfe vorgelegt und wir wollen mal schauen, wie die reagiert haben. Unsere erste Aussage lautet:
Staatliche Hilfen für wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen stellen eine Ausnahme dar. Da haben wir insgesamt eine Zustimmung von 68%, eine Ablehnung von 17%. Zweite Aussage, staatliche Hilfen sind eine Notwendigkeit für eine funktionierende Wirtschaft. Da haben wir eine Zustimmung von nur noch 25% und eine Ablehnung von über der Hälfte von 58%. Dann greifen wir diese Dinger mal auf und stellen also fest, hohe Zustimmung, Herr Sebisch, wenn die Staatshilfe aber auch die Ausnahme bleibt. Das ist auch nicht überraschend, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade auch in Hessen, sich nicht darauf verlassen, dass, wenn sie in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sind, der Staat ihnen dann sozusagen als Nothelfer zur Seite steht. Sondern wir reden hier von ganz wenigen Unternehmen, die in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind, entweder weil sie eine besondere systemische Bedeutung für unsere Wirtschaftsstruktur haben. Das ist bei den Kreditinstituten so gewesen. Wir reden von Unternehmen, und das war jetzt zum Beispiel bei Opel der Fall, die deren Insolvenz eine herbe soziale Konsequenz hätte, dass Tausende von Arbeitnehmern von einem Tag auf den anderen auf der Straße stehen würden. Für diese wenigen Notfälle gibt es dieses Rettungssystem, und deswegen wird es eben auch sehr selten angewandt. Deswegen wird übrigens auch darüber so viel berichtet, wenn es angewandt wird, weil es eben nicht der Regelfall, sondern der absolute Ausnahmefall ist. Und es muss auch der Ausnahmefall bleiben. Und ich sage Ihnen auch mal warum. Im Fall Schlecker haben mich unheimlich viele Briefe von Einzelhändlern erreicht, die übrigens auch Arbeitnehmer haben. Und die haben alle gefragt, warum ein Discounter, der über Jahre hinweg übrigens auch von den Gewerkschaften massiv wegen den Arbeitsbedingungen angegriffen worden ist, der auch für Wettbewerbsverzerrungen aufgrund seiner Discountpolitik gesorgt hat, warum der jetzt in einer solchen Situation gerettet wird. Diesen Einzelhändlern müssen Sie dann erklären, warum Sie den Wettbewerb, der besteht, so verzerren. Ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, dass wir ja auch gerade die Strukturen, die wir bei den kleinen und mittleren Unternehmen auch im Einzelhandel haben, dass wir die stärken wollen, dass wir nicht die großen Discounter stärken wollen, sondern die kleinen und mittleren Unternehmen. Und deswegen ist Schlecker ein Paradebeispiel dafür, dass man Wettbewerb nicht verzerren darf. Da geht immer am Ende das gegen die Interessen der Arbeitnehmer. Zweite Aussage, niedrige Zustimmung, nur 25% bezüglich der Notwendigkeit. Staatshilfe soll also auf gar keinen Fall als Notwendigkeit für eine funktionierende Wirtschaft verstanden werden. Nun, das ist ja, glaube ich, auch ein selbstverständliches Ergebnis, weil den Eindruck hatte ich zum Beispiel auch bei den Banken. Die haben gezockt, solange bis es nicht mehr ging, dann waren sie so groß, dann konnte man sie nicht fallen lassen, dann musste der Staat intervenieren. Wenn man sagen würde, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, auch einem Handwerksbetrieb übrigens auch, das würde ich auch sagen, es geht nicht nur um die Industrie, wenn es ihm schlecht geht, kann er sich darauf verlassen, springt immer der Staat ein. Dann hätten wir eine Wirtschaftsordnung, die wollte, glaube ich, ich wollte sie nicht, ich glaube, Herr Sebisch wollte sie auch nicht, weil dann würde jeder Risiken eingehen, die auch möglicherweise nicht vertretbar sind. Von daher ist die Antwort, hat mich nicht überrascht, dass man sagt, es muss ordentlich geprüft werden und es soll der absolute Ausnahmefall auch bleiben. Okay, wir haben noch ein paar Aussagen den Entscheidern vorgelegt, die schauen wir uns mal an. Staatliche Hilfen für wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen sind insbesondere auf die Strukturen von Großunternehmen hin ausgerichtet. Dem stimmen 78% zu und 10% lehnen das ab. Staatliche Hilfen sollten an Kontroll- und Mitstimmungsmöglichkeiten geknüpft sein. 76% Zustimmung, Ablehnung 14%. Und staatliche Hilfen führen zu einer Wettbewerbsverzerrung. Zustimmung 73%, Ablehnung bei 9%. Und damit greife ich gern Ihre Argumente nochmal auf. Wettbewerbsverzerrung ist, Herr Körzel, ist per se schon mal ungerecht, oder? Nein, wenn man einer Firma hilft, hat ein anderes Unternehmen, das nicht geholfen bekommt und möglicherweise ist es auch im Moment sehr schwer hat, sich am Markt zu behaupten, sagt, was ist da los? Dem wird geholfen, ich habe es genauso schwer, ich kriege kein Geld. Das passiert dann. Aber ich will auch deutlich sagen, dass die Debatte und die Aufgeregtheit ist natürlich immer auch nur da, wenn es um ganz große Unternehmen geht. Ja, wir haben die nächste Frage. Die Kleinen gehen meist leer aus, oder? Nein, eben nicht. Das stimmt genau nicht. Wir wissen auch, so kommt es den Entscheidern vor. Ja, natürlich kommt es den Entscheidern vor. Weil das in der Großen Zeitung, berichtet wird. Das steht in der Zeitung, darüber wird berichtet. Aber wir wissen auch, dass mit Bürgschaften und vielen anderen auch im Hintergrund gearbeitet wird. Es ist ja auch so, nicht jedes Unternehmen will, dass überhaupt irgendwas in die Öffentlichkeit kommt, weil man sofort Angst hat, oh, wenn da steht, ich habe Schwierigkeiten, dann sind die Vorlieferanten, machen da Probleme. Meine Auftragnehmer und meine Auftraggeber, die ziehen sich möglicherweise zurück. Also von daher ist da auch sehr viel stille Hilfe, wo wir als Gewerkschaften auch agieren dabei. Und das ist auch gut so, weil dann auch sichergestellt ist, dass in den Unternehmen auch weiter produziert werden kann. Und
das steht halt auch nicht in der Zeitung und das darüber berichtet auch kein Radio und kein Fernsehen. Ich glaube auch, dass man den Begriff Staatshilfen definieren muss. Staatshilfen? Kommt nachher noch das Thema. Gut. Ich würde Ihnen noch mal gerne, es war eine hohe Zustimmung auch, es soll Kontroll- und Mitbestimmungsmöglichkeiten geben. Das hat mich sehr überrascht, das will ich mal sagen. Also wenn man, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, heißt das eigentlich, dass man nur noch dort hilft, wo es Betriebsräte gibt? Das wäre mir übrigens mit am liebsten. Ja, dann wird auch kontrolliert, wofür wird das Geld eingesetzt und wie wird es eingesetzt. Ich denke, es liegt etwas anderes dahinter, aber dass es Kontroll- und Mitbestimmungsmöglichkeiten geben muss, dort, wo geholfen wird und nicht gesagt wird, hier habt ihr das Geld und jetzt macht mal, was ihr wollt und wurschtelt wegen mir auch so weiter. Das halte ich für wichtig, dass dort auch entsprechend Mitbestimmung gelebt wird. Ich glaube, ich interpretiere es natürlich auch so, Kontrolle und Mitbestimmung, das scheint mir natürlich auch nach dem Staat, wenn der Staat... Selbstverständlich. Und das ist natürlich die Frage an Sie, ist denn der Staat überhaupt in der Lage dazu? Ist das realistisch? Hat der Staat die Mittel und Wege? Ist der Staat der bessere Manager? Wenn dem das Unternehmen schlecht geht, der Staat sagt, okay, wir helfen, jetzt setzen wir Leute von uns da in die Aufsichtsräte oder in die Geschäftsführung, ist das... Also der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und ich sage auch mal ganz offen, ich bin auch ganz glücklich, dass wir in einem Land leben, wo die Bürgerinnen und Bürger die besseren Unternehmer sind. Weil sie sind natürlich flexibler, sie sind oft auch wesentlich schneller, sie sind auch wesentlich einfallsreicher als solche großen Gebilde wie staatliche Institutionen. Das ist ja auch gut so in einer Freiheitsgesellschaft. Das sollten wir ja gar nicht kritisieren. Der Staat hat doch ganz andere Aufgaben, als Wirtschaftsunternehmen zu führen, zu gründen. Wir sehen doch auch, dass zum Beispiel Unternehmen, die einen starken staatlichen Einfluss haben, und jetzt nehme ich mal die Institute, auf die Herr Körzel ja auch gerne immer wieder mal verweist. Es sind ja auch gerade Institute gewesen, die sehr stark staatlich überwacht worden sind, nämlich die Finanzinstitute, die diese Situation gehabt haben. Soll man doch nicht so tun, als ob diese Bankenkrise nur ein Marktversagen war. Das war doch auch ein Staatsversagen. Die Aufsichtsbehörden, die wir haben, waren nicht in der Lage, das, was Herr Körzel jetzt unter Zocken definiert hat, das würde ich etwas vornehmer ausdrücken, aber sagen wir mal, ein Teil der Risikoausblendung, dafür haben wir eigentlich staatliche Institutionen, Aufsichtsbehörden, und die haben ja nun mal ganz erkennbar diese Aufsicht nicht ausgeübt. Deswegen glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger bei dieser Umfrage, die Entscheider in der Wirtschaft, immer ein gutes Gefühl dafür haben, es muss in der Tat eine klare Anwendung der Regeln geben. Und Regeln müssen beachtet und auch durchgesetzt werden. Und deswegen kann ich nur sagen, halte ich diesen Reflex, der übrigens auch von Herrn Körzel immer mal wieder kommt, bei jedem drohenden Insolvenzfall, der groß ist in der Tat, nicht bei vielen kleinen, sondern bei großen Insolvenzfällen, wie bei Schlecker auch, sofort zu rufen, jetzt soll der Staat was machen und das gesamte Regelwerk, was wir haben, beihilferechtliche Regelungen, die Frage, wie wirkt sich das wettbewerbsrechtlich tatsächlich aus, immer gleich über Bord zu werfen, zu sagen, ganz egal, was wir für Regeln haben, jetzt muss geholfen werden, das halte ich für falsch. Das ist, glaube ich, auch das, was hier in dieser Umfrage zum Tragen kommt. Klare Anwendung der Regeln, transparente Regelanwendung, das ist, was die Entscheider in der Wirtschaft, übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger, das hat man bei Schlecker gesehen, da gab es 80%, die waren gegen Hilfen von Schlecker und nicht für Hilfen von Schlecker, auch von uns erwarten. Aber ich will das mal sagen, wir haben natürlich unter anderem bei Schlecker auch dafür geworben, dass es diese staatliche Hilfe gibt. Und wir reden hier über eine Bürgschaft. Das will ich auch nochmal deutlich machen. Und nicht um Geld, was erstmal jetzt dorthin gegeben wird und kommt dann möglicherweise nie wieder zurück. Es ging hier um Rückbürgschaften. Eines KfW-Kredits. Und die KfW ist eine Staatsbank. Naja, aber nichtsdestotrotz, es ging doch darum, dass es erstmal eine Verbürgung war und nicht, dass sie das Geld nie wieder bekommen. Aber ich wollte nicht sagen, was unser Interesse war. Und warum wir das auch wollten bei Schlecker, weil Schlecker ist einer von den Discountern, der in manchen Orten der einzigste ist, der auch noch was anbietet, das einzigste Geschäft. Das ist jetzt auch kaputt gegangen. Mhm. Das wird jetzt auch bedauert von möglicherweise auch von denjenigen, die erstmal sagen würden, warum soll man denen helfen? Und jetzt auf einmal ist der Laden zu und sie können nicht mehr einkaufen. Also von daher, da gibt es immer Licht und Schatten. Und ich glaube aber auch in der Debatte bei Schlecker hätte es sich angestanden, das zu machen. Bayern hat da am Schluss am meisten mitgebremst, der bayerische Wirtschaftsminister, weil es ist natürlich auch ein Trugbild, wenn man sagt, bei den Banken geht das über Nacht, da wird der Bundestag über Nacht zusammengerufen, da werden die Rettungspakete zusammengeschnürt, da ist dann am anderen Morgen das Geld da und wenn es um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, die im Niedriglohn oder sehr gering auch nur bezahlt sind, dann zieht sich das über Wochen hin, 3 Wochen hat Herr Sebisch gesagt und dann passiert nichts. Das ist auch ein Eindruck,
der ist auch jetzt entstanden und ich glaube, da muss auch ein bisschen dran gearbeitet werden, dass das auch wieder aufgelöst wird. Die Großen, den Großen hilft man und den kleineren, auch den kleineren Verdienern, die hängt man auf. Ich würde noch eine Sache ergänzen, weil das, glaube ich, wichtig ist. Genau. Darf ich das noch kurz ergänzen, Herr Kürzel? Weil, Herr Kürzel, Sie müssen dann fairerweise auch zugeben, dass ja nur ein Teil der Schlecker-Filialen erhalten worden wäre. Es ging ja um ein Verfahren, wo ein Investor gesucht wurde. Und gerade die, die Sie jetzt nennen, aus Grund der Daseinsvorsorge, die es übrigens bei Hygieneartikeln in der Bundesrepublik Deutschland bisher noch nicht gab, aber okay, wenn Sie das jetzt so definieren, auch. Die wären ja zugemacht worden, weil ein Investor geht natürlich nur dahin, wo er Geld verdient und genau die hätten Sie ja mit der staatlichen Intervention gar nicht gerettet. Also das muss man aber natürlich fairerweise auch dazu sagen. Ich versuche noch mal kurz meine Ergebnisse loszuwerden, weil ist ja interessant, wir haben nämlich jetzt die Entscheider mal gefragt, wie sieht es denn überhaupt aus mit Ihrer Bereitschaft? Würde Ihr Unternehmen grundsätzlich überhaupt staatliche Hilfe in Anspruch nehmen? Und das finde ich interessant. 41% sagen mittlerweile ja, gleiche Zahl ist dagegen und die anderen sind da noch unentschlossen und wissen es nicht. Das finde ich eine erstaunliche Zahl heute im Jahr 2012. Das hat mich überrascht, wenn ich das sagen darf. Ich will, aber das hat möglicherweise auch die Debatte um die Bankenrettung hat gesagt, wenn die das nehmen können, können wir es doch auch nehmen, beziehungsweise für uns in Erwägung ziehen. Diejenigen, die das hier mit Ja begründet haben, sind ja nicht welche, die morgen auf der Matte stehen und sagen, ich will jetzt Hilfe haben, aber die durchaus sagen, wenn es soweit ist, warum nicht auch mal ich? Genau. Das schicken wir gleich mal hinterher. Die Frage. Ich glaube nicht, dass das eine richtige Interpretation ist, Herr Hartmann, um das zu sagen. Weil staatliche Hilfe interpretieren Unternehmer nicht nur, dass sie im Falle einer drohenden Insolvenz Hilfe bekommen, sondern zum Beispiel auch zu der Frage, wie kriege ich Investitionsentscheidungen unterstützt, wie kriege ich im Hinblick auf technologische Anpassung unterstützt. Das kann sein. Wenn ich in eine strukturschwache Region gehe, kriege ich dann Unterstützung dafür, dass ich in diese Region gehe. Das war zum Beispiel früher mal in Nordhessen so. Das ist auch staatliche Hilfe. Das ist aber, hat aber nichts mit dem Fall Schlecker oder Opel oder sowas zu tun. Sondern das sind die ganz normalen staatlichen Unterstützungs-, Wirtschaftsförderprogramme, die jedes Bundesland macht. Und es ist nur eine Bereitschaft, weil wir haben dann auch noch mal gefragt, wie ist es denn, haben Sie das denn tatsächlich schon in Anspruch genommen? Und da sind die Werte tatsächlich, hat Ihr Unternehmen schon einmal staatliche Hilfe in Anspruch genommen? Und da sagen immerhin dann doch 86% nein, aber 11% sagen ja. Und dann schauen wir uns die näher an, die Nein gesagt haben und fragen, warum haben Sie denn Nein gesagt? So, also es gab keinen Bedarf, keine Notwendigkeit, sagen immerhin 89% und ich sage einmal, das ist gut so. 22% waren die bürokratischen Hürden zu hoch, 17% war die Mittelbeantragung zu langweilig, 16% waren als Auflage die Sicherheitsleistungen zu hoch und 4% hatten sonstige Gründe. So. Dass die bürokratischen Hürden so hoch sind, ist wahrscheinlich gut, damit nicht einfach jeder kommt. Auf der anderen Seite klingt es auch danach, dass die Hürden so hoch sind, dass wenn jemand wirklich Hilfe braucht, könnte diese Hilfe möglicherweise auch zu spät kommen. Das sehe ich nicht so. Wir haben, glaube ich, damals bei Opel gezeigt, dass wir sehr schnell, wenn es notwendig ist, reagieren können. Denn die Zwischenfinanzierung war ja innerhalb weniger Wochen tatsächlich auch bei einem Unternehmen, was ja in einen internationalen Konzern eingebunden war. Übrigens auch über mehrere Länder. Über mehrere Länder hinweg möglich. Bei Schlecker nicht und wir haben bei Schlecker in der Tat, ist das nicht hingekommen, weil das sagt das nochmal. Und das ist auch einfach eine handwerkliche Problematik, weil ein völlig unerfahrener Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist alles kein Problem, wir machen das. Und weder ein Fortführungsgutachten eingeholt hatte, noch über die Frage, wie kriege ich die Verpfändung zweier Unternehmen der Schlecker-Gruppe in Spanien und Frankreich überhaupt umgesetzt, dazu keinerlei Aussagen machen konnte. Das war das Problem bei Schlecker. Und das ist in Hessen bei MAN-Roland nicht das Problem gewesen und bei Opel auch nicht. Hier haben Sie eine hochprofessionelle Landesregierung, die weiß, wie man in Notlagen reagiert. Aber bei uns gibt es kein Staatsgeld auf Zuruf. Das ist der Unterschied zu anderen Ländern. Lass uns genau mal diese Art von Hilfe diskutieren. Es gibt ja verschiedene, also direkte Hilfen, Bürgschaften, Kredite, Realförderung, Steuersubventionen. Ich hatte vorhin das Gefühl, als Sie so die Bürgschaften fanden Sie so harmlos. Jetzt habe ich, glaube ich, gelesen, selbst in der Bibel steht, man soll nicht bürgen. Wenn gebürgt wird, wenn es dann schief geht, ist das Geld doch weg. In der Bibel steht erstmal ganz viel, was man nicht machen soll und was alltäglich passiert. Das mal hinten angestellt. Ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Strauß von Förderungen. Wir haben ja auch in der Technologieförderung, wo man tatsächlich mit Geld hineingeht und sagt, um ein neues Produkt zu entwickeln, nach vorne zu bringen, geben wir Geld rein. Da wissen wir, dass wir das, wenn das Produkt zündet, wiederbekommen, weil Beschäftigung entsteht, weil das Unternehmen Steuern zahlt, weil die Beschäftigten Steuern zahlen. Es gibt auf der anderen Seite staatliche Hilfen im Fall von Insolvenz. Da ist übrigens die Frist immer gesetzt. Das Insolvenzgeld wird 3 Monate gezahlt. Dann muss es eine Entscheidung geben, wie geht es mit einem Unternehmen weiter. Bei Opel
Opel war das ein bisschen anders. Da hat man ja auch erstmal auf die Entscheidung gewartet, die in den USA gefallen ist. Und wir haben auch andere staatliche Förderungen, unter anderem die Solarindustrie ist ja nur auch so nach vorne gekommen, weil es staatlich gefördert worden ist. Auch die Verbraucher zum Teil mit Zahlen. Aber wir sehen jetzt auch, wenn fast chaotisch Förderungen zurückgefahren werden, wie dann der Markt reagiert, dass sehr viele Beschäftigte zwischenzeitlich in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Branche auch um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Gibt es ja gerade die Geschichte von Q-Cells. Q-Cells, einige andere mehr, First Solar und andere, die Probleme haben, beziehungsweise auch sich entscheiden, sie gehen aus der Bundesrepublik Deutschland weg, weil sie hier sagen, die Bedingungen stimmen nicht mehr, auch das sind nicht mehr die Bedingungen, unter denen ich mal hierher gekommen bin, und weil man sie sich auch nicht darauf einstellen können, was passiert eigentlich im nächsten Monat. Und das betrifft auch sehr viele Betriebe in Hessen. Hier haben wir auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Solarwirtschaft arbeiten, mehrere tausend. Und da brauchen wir, glaube ich, auch ein Stück weit eine verlässliche Politik, damit man auch weiß, wenn man investieren will, wie es weitergeht. Und das ist auch eine Form von Hilfe, über die dort gesprochen wird. Entwicklung flöten geht. Herr Sebisch, gibt es eine Art von Hilfe, wo Sie sagen, Finger weg? Oder wo Sie so aus der Erfahrung sagen, da haben wir oft schlechte Erfahrungen gemacht oder das nimmt dem Betroffenen ein bisschen die Verantwortung? Hessen war immer sehr restriktiv bei Bürgschaften, gerade bei Unternehmen in einer besonderen Lage. Wir haben in der Wirtschaftskrise in der Tat den Bürgschaftsrahmen sehr stark erhöht, auf fast 200 Millionen. Wir sind jetzt wieder in der normalen Situation, dass wir etwa 63 Millionen mit 63 Millionen Darlehen verbürgen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil nur der Wirtschaftsförderung. Was wir zum Beispiel sehr stark machen, ist es, die Gründung und das Wachstum von Unternehmen zu fördern mit 300 Millionen im Jahr. Und das ist auch richtig, weil das soll ja auch den kleinen und mittleren Unternehmen, von denen wir vorher gesprochen haben, auch den Wettbewerbsnachteil, den sie zu großen Anbietern haben, ein Stück weit ausgleichen, ihnen die Gründung zum einen erleichtern, aber auch Geschäftsmodelle erleichtern, auch den Zugang zu Krediten erleichtern, den Zugang zu Finanzierungshilfen erleichtern, weil ein kleines und mittleres Unternehmen natürlich es wesentlich schwieriger in der Regel hat, als ein Großunternehmen an entsprechende Kredite zu kommen. Das ist richtige Wirtschaftsförderung, das muss man machen. Was man aber nicht machen soll, ist die hier staatliche direkte Hilfe. Regie funkt leider schon, ich hätte Ihnen noch länger zuhören können. Ich bin froh, dass ein FDP-Mann und ein Gewerkschafter so viel Konsens finden. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich sagen, es gibt noch viele interessante Ergebnisse in der Kompass-Studie. Die müssen Sie jetzt auf der Homepage der Frankfurter Sparkasse nachlesen. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Mein Kompass wurde Ihnen präsentiert von der Frankfurter Sparkasse und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.